Gut. Haben wir da ein Mikrofon und sind wir, glaube ich, eins zu viel. Einen Stuhl zu viel. Gut. Also, wir sind eingerichtet. Herr Steuerl, Sie dürfen sich setzen. Ich denke, auf dieser Seite, dann sieht man Sie gut, sind Sie auch schön im Licht. Und ich bitte von BMWi, Corina Wollmann zu mir auf die Bühne und von Economy Swiss, Herr Lanz. Sie rennt über. Herzlich willkommen. Hallo, wir haben uns noch nicht richtig gesehen. Von München angerast mit einem BMWi, nehme ich mal an. Ja. Herzlich willkommen auch. Also, Frau Wollmann, Sie sind mit dem BMWi angekommen. Schon an? Es ist schon an. Okay, wunderbar. Ja, bin ich. Hallo erstmal. Mit welchem Modell? Gut, wunderbar. Ich bin mit dem i8 angereist. Ich wäre sehr gerne rein elektrisch gekommen mit dem i3, aber der hat noch nicht ausreichend Reichweite, als dass ich das in einem Tag geschafft hätte. Und demnach bin ich auf den Hybrid umgestiegen und bin i8 gefahren. Und im Stau steht man ja so oder so, egal mit welchem Auto. Richtig, so. Da können auch wir nichts ändern, leider. Deswegen, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Und ich habe gehört, Sie haben ein wenig warten müssen oder waren so freundlich zu warten. Vielen Dank dafür schon mal. Genau. Carina Wollmann hat Investor Relations gemacht, lange, lange bei BMW und ist jetzt seit Februar 2015 bei BMWi Produktmanagement, also die Lancierung der Nachfolgemodelle, der weiteren i-Modelle, die da sind. Wir werden über dieses Produkt sprechen, auch erfahren, was es in Bezug auf alle diese Informationen, die wir gehört haben, auf sich hat. Und wir haben Kurt Lanz hier von Economy Swiss, der Spezialist für nachhaltige Energie und Schutz auch der Umwelt, dass die Themen, die Sie bei Economy Swiss behandeln, da werden wir natürlich erfahren, wie so die Branche eben tickt, gerade in Bezug auch auf Regulation, was wir ja gehört haben, und Regeln einführen. Ich möchte mit Carina Wollmann anfangen. Wie gesagt, wir haben BMWi, eine Lancierung eines nachhaltigen Autos, eines Autos, das auf ökologische Prinzipien setzt. Ist das jetzt einfach wirtschaftlich interessant wirklich für BMW oder ist es einfach eine reine Imagegeschichte? Die Frage wird mir oft gestellt und die Antwort ist, sage ich mal, komplex. Es ist so, was viele nicht wissen. BMWi ist mehr als nur das reine Fahrzeug. Es geht da um eine komplett andere Denke und auch einen Wandel in das Unternehmen reinzubringen. Jetzt, wir sagen dazu Evolution und Revolution. Die BMW Group als solche hat sehr viele Herausforderungen zu stemmen. Denken Sie an die Ressourcenknappheit, an CO2-Emissionen, an Megatrends wie Urbanisierung und, und. Auf alle Fälle tun wir nichts, können wir kurzfristig unseren Gewinn noch maximieren und dann sind wir auch bald weg. Und tun wir auf einmal eine komplette Revolution hervorrufen innerhalb des Unternehmens, dann sind wir auch bald weg. Also irgendwo liegt so die Wahrheit dazwischen. Und nachhaltig, also mit angezogener Handbremse Vollgas geben sozusagen. Wenn das gehen würde, ja. Also es ist so, Nachhaltigkeit als gesamtheitlicher Ansatz wird im Unternehmen schon lange verfolgt. BMW war beispielsweise das erste Automobilunternehmen, das einen Umweltbeauftragten in der Automobilbranche eingeführt hat. Das war jetzt nicht ein nur reiner Selbstzweck, sondern das kam einfach daher, dass das BMW-Werk in München lange Zeit außerhalb der Stadt war. Damals in den 30er Jahren, als das entstanden ist, war es tatsächlich wirklich außerhalb der Stadt und die Stadt ist gewachsen und in den 70er Jahren hatten wir plötzlich viele Nachbarn und damit auch viele Ansprüche, die an das Werk gestellt wurden, weil es sollte leise sein, es sollte bitte nichts emittieren, weil es lebt sich halt doch nicht so schön in irgendwelchen Räuchen oder auch im Lärm und demnach war völlig klar, naja, wir müssen mit unserer Produktion anders umgehen und so kam dieser Umweltmanager ins Spiel und so kam ein
erster Denkewandel auch ins Unternehmen rein, würde ich sagen, hin zu Ressourceneffizienz. Und da ist man jetzt halt gut unterwegs. Ich mag nur ganz schnell noch die Brücke zu I schlagen. Das hat man weiter optimiert. Also ich sag mal Evolution des Ganzen. Das schlägt sich auch auf die Fahrzeuge nieder. Aber am Ende des Tages ist halt ein Auto etwas, was CO2 emittiert. Und deswegen die Revolution, deswegen BMW I, weil wir wollen ja irgendwann mal keine CO2-Emissionen emittieren. Das geht aber mit einem konventionellen Verbrenner nicht. Wir können sie verringern, aber nicht komplett weglassen. Und deswegen Elektrofahrzeuge, deswegen BMW I. Und hier halt auch die Idee, lasst uns mehr als nur ein Fahrzeug tun, lasst uns versuchen, Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette reinzubringen. Also da auch wieder die Idee, einen geschlossenen Kreislauf am Ende des Tages zu schaffen. Jetzt werden ja Komponente von diesem BMW I, haben Sie mir am Telefon gesagt, in Washington State hergestellt. Mhm. Also dieses Carbon. Jetzt, wenn ich von den lokalen Kreisläufen höre, die eigentlich die effizientesten und auch die sinnvollsten sind, dann scheint mir da doch eine Diskrepanz zwischen Washington State Produktion von Carbon und dann die Produktion der Autos in Deutschland. Also das heißt, es ist relativ ein weiter Weg, der das Material machen muss. Ist das überhaupt dann noch nachhaltig? Insgesamt gesehen ja, und wir haben uns für jede Komponente, die einen möglichen effizienten Kreislauf angesehen. Für Carbon, das Fahrzeug besteht zu einem großen Anteil aus Carbon, macht es Sinn, die Carbonfaser als solche in den USA zu fertigen. Das liegt daran, dass in den USA ein Wasserkraftwerk direkt neben dem Carbon neben der Carbonfaserfabrik liegt und wir damit eben einen sehr energieintensiven Produktionsschritt mit erneuerbarer Energie machen können. Sowas haben wir in Europa nicht finden können. Aber auch hier wieder, wir machen es nicht zum Selbstzweck, sondern wir hatten hier auch einen deutlichen ökonomischen Gewinn einholen können. Eine Megawattstunde in Washington State ist viel, viel günstiger und regenerative Energie als eine Megawattstunde hier in Europa und mit dem EU-25-Strommix, also Braunkohle und was da eben noch so drin ist. Daher macht es in dem Fall großen Sinn, und über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ist dann der CO2, das CO2, das produziert wird, um die Faser nach Deutschland zu bringen, gering. Aber ich möchte da ganz kurz Herrn Steil fragen. Also ist das jetzt eine sinnvolle Lösung? Würden Sie die begrüßen? Overall. Wenn BMW die Fahrzeuge zurücknimmt und entsorgt, ja. Aber wenn die Fahrzeuge in einen Schredder gehen und die Carbonfasern in die Luft gehen, dann läuft in der Umgebung von dem Schredder bald kein Computer mehr. Das hat die US Army mal ausprobiert in der Wüste in Nevada. Sie hat in 3000 Kilometer Höhe 1 Kilogramm Carbonfasern ausgeschüttet über eine sogenannte Militärstadt. Und es ging, glaube ich, eine halbe Stunde und dann lief da gar nichts mehr. Das heißt, das Problem bei Carbon, Sie können es nicht verbrennen, Sie können es nicht einschmelzen, vermutlich. Was macht BMW? Ja, fragen wir doch. Was macht BMW mit diesem Carbon? Es nicht über einer Stadt verbrennen oder neben einer Stadt verbrennen, nehme ich mal an. Nein, zuerst mal Fahrzeuge zurücknehmen. Fahrzeuge zurücknehmen, genau. Fahrzeuge zurücknehmen macht BMW. Ja, machen wir unabhängig von Carbon, weil es einfach sinnvoll ist, und auch bei Carbon nehmen wir die Fahrzeuge zurück. Jetzt ist es so, die BMW i-Fahrzeuge gibt es seit 2 Jahren, da müssen wir noch keine Fahrzeuge zurücknehmen. Wir werden es aber tun, wenn wir dann mal ganz normal an das Lebensende des Fahrzeugs kommen. Aber wir tun noch was anderes, wir lassen Carbon schon in der Produktion wieder einfließen, und zwar können Sie sich vorstellen, das ist ein Stoff wie ein Gelege und Sie schneiden das zu und da entsteht natürlich Abfall, also kleine Schnipsel, die Sie halt so nicht verwenden können, um eine große Komponente zu fertigen. Das ist aber ein bisschen schade darum, das eben in die Mülltonne zu tun, weil wir haben da ja viel rein investiert. Das ist ein teurer Werkstoff. Demnach haben wir uns was einfallen lassen, wie wir diese Schnipsel auch benutzen können, und
wir haben jetzt Stellen am Fahrzeug identifizieren können, wo es großen Sinn macht, diese Schnipsel herzunehmen, wo Carbon nicht die Grundstruktur der Grundeigenschaft nachkommen muss. Carbon ist quasi sehr steif und sozusagen auch sehr crash-sicher, wenn die Kräfte in eine bestimmte Richtung fließen können. Bei Schnipseln, können Sie sich vorstellen, ist das natürlich nicht mehr gegeben, aber es gibt Stellen am Fahrzeug, die nicht so crash-relevant sind, die nicht so viel Kräfte aufnehmen müssen, und da kann man das dann auch wunderbar wieder einsetzen. Das heißt, Recycling noch, bevor man eigentlich das Fahrzeug zurücknehmen muss. Und trotzdem bleiben wir noch kurz bei der Frage, also wenn das Auto dann zurückkommt, wie wird das rezykliert bei BMW? Ganz generell jetzt oder die E-Fahrzeuge? Die E-Fahrzeuge. Sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei den E-Fahrzeugen, ja. Das ist ja die Zukunft. Genau, also ich glaube, wir können die Fahrzeuge mal ganz grob in drei ganz werthaltige Komponenten zerlegen. Also einerseits der Aluminiumkörper unten, wo die ganze Batterie und der ganze Antrieb drin sind, da ist quasi so ein Alu-Chassis drumherum. Alu ist auch ein für uns sehr werthaltiger Werkstoff. Natürlich werden wir das Aluminium recyceln. Das ist aber möglich. Und schon heute nutzen wir ja zu 80% recyceltes Aluminium. Also das können wir wieder einfließen lassen. Carbon als solches, wir haben ja nicht Carbon als solches im Fahrzeug, sondern Carbonfaserverstärkten Kunststoff. Das heißt Carbon mit Harzen dann eben weiterverarbeitet. Und wir haben Methoden gefunden, wie wir quasi Harz wieder von dem Carbon trennen können, so dass wir quasi relativ nah an den Grundstoff kommen. Dann komme ich wieder auf meine Schnipsel zu sprechen. Kann man schreddern, kann man wieder einfließen lassen. Also vielleicht erreichen wir die 100% nicht, aber wir kommen sehr nah dran, weil wir natürlich auch den Wunsch haben, möglichst ressourceneffizient und irgendwo ökonomisch sinnvoll dann zu handhaben. Aber es gibt noch eine dritte Komponente im Fahrzeug, und das ist die Batterie, und die ist nicht gerade klein. Und auch diese lebt eigentlich länger als das Fahrzeug selber. Und man hat hier schon Ideen, wie man eine Batterie am Ende des Fahrzeuglebens nutzen kann, stationär dann. Sie macht dann im Fahrzeug vielleicht nicht mehr viel Sinn, aber man kann es nach wie vor nutzen, beispielsweise um es an sein Haus anzuschließen und da dann eben als Stromspeicher zu nutzen, gerade wenn man Solarzellen auf dem Dach hat, jetzt mal nur als Beispiel. Solche Möglichkeiten gibt es. Also wenn ich jetzt das so ein bisschen zusammenzähle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich bin jetzt einfach ein bisschen ketzerisch hier vorne, darf ich ja auch sein, ein bisschen böse. Wenn ich mir jetzt überlege, also ich kaufe einen BMW i, ich fahre den irgendwie, ich weiß nicht was, 15 Jahre oder so, oder 10 Jahre, oder wie, was ist so die Lebensdauer? Ja, normalerweise gute 7 Jahre. Gut, unsere Fahrzeuge sind noch nicht so lange am Markt, aber sagen wir 7 Jahre, dann bringe ich ihn zurück, Sie nehmen den auseinander, Sie benutzen einen Teil des Carbons wieder für Schnipsel für die neuen Autos, Aluminium 80% und die Batterie eben verkaufen Sie weiter für ein Haus. Also das heißt, ich müsste ja den BMW i relativ günstig kriegen von euch, weil ihr das alles ja dann wieder weiterverwenden könnt, später. In Theorie ja. In der Praxis, sage ich mal, sind beide Fahrzeuge ihren Preis wert. Ich denke, je nachdem. Also Sie verdienen doppelt eigentlich dann. Jein, weil was man ja auch im Kopf behalten muss, sind die Investitionen, die man upfront getätigt haben muss, um überhaupt die Produktionskapazitäten zu haben, um überhaupt das Material nutzbar zu machen und auch um überhaupt mal das Technologie-Know-how aufzubauen. Dafür muss man ja auch irgendwo zahlen letzten Endes, und das haben wir ja getan. Ist das eine Frage auch in dieser Wirtschaft, dass eigentlich ein Produkt möglicherweise eben günstig ist, weil der Hersteller dann das irgendwie wieder verwenden kann, schlussendlich, oder weil es eben zurückgeführt wird, wiederverwendet wird und so weiter? Also ich sehe das eher als einen schwarzen Schwan, denn sie verkaufen ja die Fahrzeuge, und wenn die dann in irgendein afrikanisches oder asiatisches Land gehen, die das eben immer noch Schredder verwendet, und dann gibt es Probleme wegen dem Carbon Fibers in der Luft, entweder Atemwege oder Computer, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann die Anwälte auf BMW losgehen und sagen, es wäre in ihrer Pflicht gewesen, das Fahrzeug zurückzunehmen. Mhm. Aber das gleiche Problem ist natürlich auch Flugzeuge, das sind ja auch alles geklebte Carbon Faser, Plastikteile, und in dem Sinn ist das Problem Carbon Fiber allgemein nicht gelöst. Also das ist bei euch auch wirklich auch ein Problem noch, dass man noch nicht genau weiß, wie man in Zukunft damit umgeht.
Sehe ich das richtig? Also verstehe ich das richtig? Ich würde es gar nicht so sehr als Problem auffassen, denn wir haben ja intelligente Ideen, sage ich mal, die ganz darauf ausgelegt sind, dass ein Kunde zu uns zurückkommt. Natürlich kann jeder selber entscheiden, was er mit seinem Fahrzeug macht. Und wenn es irgendjemandem sinnvoll erscheint, sein Fahrzeug lieber irgendwie nach Afrika oder ich weiß nicht wohin zu gehen. Oder heute noch zu fahren. Oder heute noch zu fahren, dann können wir da ja auch nicht jemanden zwingen, zu uns zu kommen. Aber wenn jemand sein Fahrzeug zu uns zurückgibt, dann gibt es dafür ja auch eine Motivation, eine finanzielle. Also in dem Sinne, Sie kriegen nicht heute Ihren Rabatt beim Kauf des Fahrzeuges, aber in 15 Jahren, wann auch immer Sie Ihr Fahrzeug zurückgeben möchten, kriegen Sie ja auch Geld dafür. Mhm. Meistens wird es verrechnet mit einem schönen Angebot für Neues, aber auch da. Und den Kreislauf wieder anzurufen. Genau. Genau. Wir lassen mal den BMW ganz kurz BMW i sein und wenden uns zur Economy Swiss. Kurt Lanz, wenn Sie da so zuhören, auch die beiden Vorträge gehört haben, in welche Richtung die Kreislaufwirtschaft geht. Und wir haben ja von Walter Steil gehört, dass ein Antrieb sein müsste, um eben die Firmen auch auf diesen Weg zu bringen, die Gesellschaft auf diesen Weg zu bringen, sind auch veränderte Steuern, hat er ja angesprochen. Also, dass eben nachhaltige Ressourcen inklusive Arbeit nicht mehr besteuert werden als Anreiz für die Wirtschaft. Wie kommt das bei Economy Swiss und ihren Members an? Ja, ich fange jetzt vielleicht auch mal zuerst bei einer positiven Message an, sozusagen. Also die Kreislaufwirtschaft oder das sonst vorher Gehörte ist sehr auch in unserem Sinn. Es scheint mir auch ein logischer Schritt zu sein, gerade aufgrund der Endlichkeit der Ressourcen. In dem Sinn all diese Bestrebungen, auch was ich jetzt von BMW höre oder so, das zeigt für mich eigentlich die wirtschaftliche Realität, wie ich sie auch kenne. Man strebt danach, die Kreise zu schließen. Man strebt danach, mit weniger Material mehr erreichen zu können. Also von dem her soweit alles positiv. Was ich dann natürlich schon auch im Alltag erlebe oder was mich dann eben beschäftigt ist, gerade weil man sieht, es ist eine gute Entwicklung, geht in die richtige Richtung sozusagen, neigt man dann dazu, man möchte es gerne forcieren, man möchte es gerne schneller machen, als es von alleine stattfindet. Und dann kommen dann eben politische... Ist das schlecht? Ich sage es nochmal, ist das schlecht? Soweit auch noch gut. Schlecht wird es dann, wenn man, also es geht dann eben darum, was kann man denn tun, um es zu forcieren oder wie kann man es denn beschleunigen? Und da ist man dann, man möchte, also dann, da sind dann die Rezepte oft zu wenig ausgereift. Das beschäftigt mich dann, oder? Weil es ist dann schade, wenn es eben nicht funktioniert. Also es fragt sich eben, wie kann man es beschleunigen? Das war jetzt ein konkreter Vorschlag mit einer Steuer beispielsweise. Es geht ein bisschen in die Richtung Energie statt Mehrwertsteuer. Da haben wir auch gesehen, was das Volk davon hält. Das zeigt halt, solche Wege sind dann je nachdem schwierig. In dem Fall eben wird es jetzt auch aus meiner Sicht nicht gut funktionieren, weil das ja immer dann nur Regeln sind innerhalb eines Landes. Also da sind dann halt einfach Grenzen gegeben, das Forcieren, auch das kann ein richtiges Streben sein, dass man es beschleunigen und forcieren möchte, aber die Frage ist, wie kann man es denn tun, was kann man denn ja tatsächlich machen und natürlich nur das, was, sage ich mal, auch funktioniert, ist das, was man auch tun sollte. Also dann, wie würden Sie es dann sagen, wie man es machen müsste, um es zu beschleunigen? Aus meiner Sicht muss man es nicht beschleunigen, sondern aus meiner Sicht wird es von allein in diese Richtung gehen, und zwar im Ausmaß der Knappheit im Prinzip dieser Ressourcen oder im Ausmaß. Ist es dann nicht schon zu spät, wenn es zu knapp ist? Nein, man kann es ja eben zurückgewinnen. Also bevor man natürlich alles, also das Verbrennen ist die schlechteste Variante, oder? Weil dann kann man es tatsächlich nicht mehr zurückgewinnen. Man müsste es auch genauer anschauen, von was man überhaupt spricht, bei den erneuerbaren Materialien oder so. Da kann man es auch verbrennen aus meiner Sicht, ist zwar auch etwas schade, aber da ist es ja nicht ein Problem, als wieder nachwächst. Also das Thema ist einzige bei nicht nachwachsenden Ressourcen, und da ist es so, je knapper sie werden, desto höher wird der Preis. Je höher der Preis, desto attraktiver wird die Rückgewinnung, abgesehen davon, dass es einen technologischen Fortschritt gibt, der auch immer mehr Rückgewinnungsmöglichkeiten bietet. Und ich gehe davon aus, dass diese Kreisläufe sukzessive geschlossen werden. Jetzt gehören ja viele Firmen zu Economy Swiss. Also wie halten die sich? Wie ist, wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen können, wie ist so das Klima oder die Haltung gegenüber der Kreislaufwirtschaft? Da bin ich sogar sehr froh, mich dazu äußern zu können, weil da kursieren oft, sage ich mal, falsche Meinungen. Man nimmt oft die Wirtschaft als rücksichtslos, unsensibel wahr. Gerade die Schweizer Wirtschaft, kann ich nur sagen, die ist sicher weltweit hier spitzenmäßig positioniert. Da machen sich wirklich die Unternehmen machen sich Gedanken. Erstens, weil es aus dem wirtschaftlichen Handeln herauskommt. Man versucht, die Effizienz zu erhöhen. Eben auch die Güter von heute sind die Rohstoffe von morgen zum Preis von gestern. Das hat mir sehr gefallen. Das
überlegen sich auch die Unternehmen. Natürlich immer aus einem wirtschaftlichen Antrieb heraus, nicht weil sie die Welt retten möchten. Aber wenn es zum selben Resultat führt, wenn es die Welt letztlich rettet, da sagt ja auch niemand Nein dagegen. Also da kann ich sagen, ist ein großes Streben da, auch das Interesse daran, hier entsprechend Informationen zu haben, wenn Sie Möglichkeiten sehen, wie Sie Ihre Ressourcen effizient steigen oder Kreisläufe schließen können, dann machen das die Unternehmen. Außer Sie sind schon auf dem letzten Zacken unterwegs sozusagen und haben schlicht einfach nicht mehr die Möglichkeit, in irgendetwas noch zu investieren. Aber das ist der Ausnahmefall. Und welche Richtlinien geben Sie vor von Economy Suisse? Ja, wir sind da. Also eine habe ich mal gelesen. Economy Suisse unterstützt den Grundsatz einer Kreislaufwirtschaft, lehnt jedoch bürokratisch festgelegte Umwelt- und Ressourcenziele ab. Medienkommuniqué. Ja, wunderbar, genau, das ist unsere Haltung natürlich. Wir unterstützen jegliche Bestrebungen, die helfen, die Kreislaufwirtschaft zu schließen. Wir möchten es aber als flexibles System, das aus den inneren Anreizen herauskommt, gegenüber bürokratischen Vorgaben. Also oft neigt man dazu, was einem nicht gefällt, möchte man dann einfach so vorschreiben. Jetzt muss man es einfach so machen. Und das greift oft viel zu kurz, ist dann vor allem in der Dynamik, in der Langfrist, ist es dann sogar zum Teil kontraproduktiv. Oder wenn man jetzt heute irgendeinen Standard hat, wo man ja, irgendeine Zahl hat erreicht, dann möchte man vielleicht eine etwas höhere Zahl vorschreiben, in der Meinung, dann, man erreicht dann ein höheres Niveau. Aber gleichzeitig fixiert man dann auch den Trend, der sonst ansonsten vielleicht über die Jahre über diesen Wert hinausging. Also oft ist Regulierung dann in der Dynamik sogar kontraproduktiv. Also es schädigt letztlich sogar den Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft. Können Sie das unterstreichen, Herr Steuhl? Ja. Eben, nehmen Sie die PKW, seit den 70er Jahren perfektioniert sich die Politik im Erfinden von coolen, innovativen Technologien wie der Katalysator und dann die Feinpartikelfilter und all das. Aber die Politik kam nie auf die Idee, einfach zu sagen, Null Toleranz, also ab... weiß nicht, 2020 gibt es nur noch Fahrzeuge, die all das nicht mehr machen. Denn wenn sie das machen würde, dann ist eigentlich jedem Ingenieur klar, es gibt nur elektrische Fahrzeuge. Aber es wird immer noch vorgeschrieben, sie müssen alle 3 Jahre ihr Fahrzeug vorführen, um zu prüfen, dass die Filter funktionieren und welche Filter und welche... Die Politik sollte das Ziel, die Performance vorgeben, was will sie? Und das muss heißen, Fahrzeuge, wo der Auspuff nicht mehr nach außen geht, sondern nach innen. Denn dann haben sie beim Tesla S mit Batterien überhaupt kein Problem und beim Honda Brennstoffzellen, Wasserstofffahrzeug kriegen sie Wasser und das können sie dann in Ihren Becher abfüllen und dann können Sie trinken unterwegs. Aber Ihren Toyota müssen Sie dann auch stehen lassen, Herr Steuhl. Kein Problem, Sie kriegen unser Fahrzeug. Nein, weil jedes Fahrzeug, das älter als 30 Jahre ist, natürlich ein... Sondergenehmigung hat. Ja, und zum kulturellen Erbe gehört. Sogar so weit oben schon. Also sind ja, gehen Sie mal ins Verkehrsmuseum und schauen Sie alle diese Raddampfer, die, also auf dem Genfersee haben Sie 12 Raddampfer, die alle über 100-jährig sind. Und auf dem Vierwaldstätter See auch. Und die Dampfmotoren sind ja auch 100 Jahre Lebensdauer, die halten auch ewig. Nur was Sie nicht sehen, ist jedes Mal, wenn ein Sturm auf einem See ist und da Baumstämme runterkommen, dann ist ein Motorschiff, das einen Baumstamm in die Schraube kriegt, kaputt. Und dann müssen die alten Dampfer wieder ausrücken, um die modernen Schiffe abzuschleppen, weil die Raddampfer drücken, die Räder drücken einfach die Baumstämme unters Wasser und das ist überhaupt kein Problem. Eine schöne Geschichte, schönes Bild, aber stimmt, ja. Aber ich möchte zu Carina Wollmann nochmal kommen bezüglich Politik und Steuern.
Wie ist es in Deutschland? Na, nicht anders als bei uns, also Vorgaben und irgendwie müssen sie eingehalten werden, aber es ist auch nicht so, dass so radikale Vorgaben schon gemacht wurden, dass die Politik sagt, 2020 oder 2025 muss alles so sein. Wie geht ihr damit um bei BMW? Man bereitet sich vor, bestmöglichst. Also ja, die EU, würde ich sagen, und darunter fällt ja dann eben auch der deutsche Markt, geht da wahrscheinlich einen sehr anderen Weg als die USA oder als China. Und ich denke aber, am Ende des Tages, irgendwann wird die Erkenntnis kommen, die Ressourcen sind knapp. Ja, da erzähle jetzt auch ich nichts Neues. Also irgendwann müssen wir irgendwann mal umsteigen. Und die werden dann vorne sein, die halt heute schon irgendwas im Angebot haben. Es ist eine sehr junge Technologie, wenn ich jetzt auf Elektromobilität wieder zurück zu sprechen komme. Es ist nicht alles perfekt. BMW i hat hier den Pioniergeist, aber BMW i hat hier auch was ganz anderes im Sinne, nämlich den großen Konzern umzukrempeln und halt für die Zukunft vorzubereiten und zukunftssicher zu machen, weil irgendwann kommt der Schwenk und dann geht plötzlich alles radikal schnell und dann reichen unsere wenigen E-Fahrzeuge, die wir heute eben im Markt haben, gar nicht mehr aus, um die Nachfrage in der Elektromobilität zu bedienen. Die Regierungen, die Politik, die kann natürlich ein enormer Motivator sein und das Ganze oder ein Katalysator und das Ganze auch beschleunigen. Momentan in Europa tut sie es nicht. Wir würden uns wünschen, es würde in eine andere Richtung gehen und vielleicht auch mal so eine radikale Forderung statt immer nur weiter absenken. Wir werden sehen, was eben kommt. Aber da sprechen Sie jetzt vom Bereich BMW i, oder? Weil der andere Bereich hätte ja dann ein Problem. Der andere Bereich hätte insofern ein Problem, wenn es BMW i nicht geben würde. Aber dadurch, dass es eben i gibt und jetzt ein Technologietransfer in den Konzern hinein ja stattfindet, vielleicht haben Sie schon davon gehört, es kommt jetzt ein X5 als Plug-in-Hybrid auf den Markt, der hat ganz klar die i8-Technologie drin. Und das könnten wir nicht so schnell und zu dem Preis auf den Markt bringen, hätten wir nicht das Know-how mit dem i8 beispielsweise aufgebaut. Also da tut sich was. Herr Steil, Sie wollten noch was sagen. Nein, ich musste lachen, dass Elektromobilität etwas Neues ist. Im Jahr 1900 hat der größte Elektrowagenhersteller mehr Autos weltweit produziert als alle Benzinkutschenhersteller zusammen. Ja, das stimmt. Und der erste Hybrid wurde von Ingenieur Porsche gebaut, weil er hat sich immer geärgert, bei Rennen hat er oft verloren, weil kurz vor dem Ziel die Batterie zu Ende war. Also hat er einen kleinen Verbrennungsmotor eingebaut, um die Batterie aufzuladen während dem Rennen. Und das ist auch immer noch die einzig dematerialisierte Hybrid. Also alles leider, was Prius und anders heißt, die Kombination von zwei Motoren auf einem Antriebsstrang mit Getriebe, das ist eigentlich wirklich 20. Jahrhundert-Technologie. Jetzt reden wir immer von Autobranche relativ, oder ich sage mal, das ist logisch, es ist ein bisschen autobranchenlastig. Welche Branchen sind dann eigentlich interessierter an Kreislaufwirtschaft? Gibt es da Unterschiede, die ganz klar festgemacht werden können? Also was sicher klar ist, ist, die Diskussion beschränkt sich natürlich eher auf die Produktionsunternehmen, oder? Also Dienstleistung, Bankensektor sind hier eher entspannt bei solchen Diskussionen. In der Produktion hängt es dann davon ab, wie kritisch die Ressourcen sind, von denen man spricht. Also man muss da eben ohnehin noch etwas differenzieren. Oder es gibt Stoffe, die sind, sag ich mal, eher chemischer Natur oder so. Die haben natürlich das Risiko von lokalen Umweltschäden. Da ist eher das noch im Vordergrund, dass es einfach keine negativen Umweltauswirkungen lokal geschehen. Sonst die Ressourcenthematik im Sinne des Kreislaufschließens ist primär da, wo man auch entsprechende Ressourcen verwendet. Also das ist vor allem im Metallbereich, im Mähbereich ist da sicher stark dran, die Kreislauf zu schließen, auch da, wo Elektronik im Spiel ist, wo seltene Erden im Spiel sind, das ist etwas, was heute schon relativ knapp ist, wo auch einen relativ hohen Wert hat eigentlich, kleinste Mengen haben schon hohe Werte und da ist die Schweiz auch, denke ich, sehr gut aufgestellt. Es gibt auch einen Verband, Swico, der sich darum kümmert, um die Rücknahme eigentlich von elektrischen Geräten und eben um genau diese Metalle wieder herauszuholen, das ist heute schon ein gewinnbringendes Geschäft. Jetzt ist aber die Kreislaufwirtschaft, soweit ich das verstanden habe, das ist der eine Teil, eben wie man solche Materialien wieder
wiederverwertet, wieder integriert und so weiter. Die andere ist ja auch der Umbau eigentlich der Gesellschaft von einer Produktionsgesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Also es würde ja bedeuten, dass sich Firmen komplett neu erfinden müssten, die jetzt was herstellen, eben eher zu einer Dienstleistungsfirma werden. Wie sind da die Diskussionen? Also dieser Umbau findet ja eigentlich im Prinzip schon lange statt. Also gerade in der Schweiz sehen wir das ja auch sehr gut. Wir haben unterdessen einen sehr ausgeprägten Dienstleistungssektor, auch Finanzsektor. Letztlich aber brauchen wir auch Material. Also ein Auto wird nie aus reinen Dienstleistungen existieren können. Der Transport vielleicht schon. Taxi. Ja, durchaus, denkbar. Aber das heißt, also nur Dienstleistung wird nicht gehen, das ist sonst sicher ein Wachstumsfeld, es braucht aber auch eine Wertschöpfung, eine Produktion, weil wir letztlich auch Material brauchen. Und also das sind entsprechend auch die Bereiche, die natürlich in Kreislaufwirtschaft... Aber sind da wirklich konkret Maßnahmen da, also jetzt auch von einem Verband wie Economy Suisse her, also dass man, ich sag mal, die vielleicht Firmen mit begleitet, mit betreut in diese Richtung? Gut, wir sind ein Wirtschaftsdachverband, in dem Sinne, unsere Aufgabe ist natürlich nicht unbedingt die Ausbildung oder die Unterstützung bei Innovation oder Effizienz, aber wir unterstützen die entsprechende Diskussion darum, wir vermitteln da, wo es Interessen gibt, und es ist eine Diskussion in den Branchen selber, die findet schon länger da auch statt, man sucht da laufend Wege, wie man etwas zurückgewinnen kann, auch wie man es im Übrigen im Produktionsprozess einsparen kann. Das ist heute schon ganz anders als vielleicht noch in den 70er Jahren oder so, also ein Schweizer Produktion. Der Produktionsprozess kann es sich kaum leisten, dass da beliebig viel Abfallmaterial beim Produzieren entsteht. Also man nutzt das alles wieder, was abgeschnitten wird oder so, schmerzt man wieder ein, nutzt man weiter. Also da sind wir auch im internationalen Vergleich eben sehr gut dastehend. Sie haben es ganz am Anfang gesagt, es ist auch oder schwierig, wenn die Schweiz spezielle Regeln hätte und Europa nicht und da als Insel zu operieren. Also da müsste man jetzt eigentlich wieder die Nähe zu Europa suchen, weil die sind ja dann doch ein paar mehr. Oder wie sieht das da aus bei Economy Suisse? Ja, da muss man immer schauen, eben, was möchte man für ein Problem lösen. Geht es um ein Knappheitsproblem? Das ist eine andere Aufgabe, als wenn es um eine negative Umweltemission geht, CO2-Abgase oder eben giftige Stoffe, das sind ganz andere Herausforderungen. Da, wo die Auswirkungen, die unerwünschten, lokal sind, kann man auch lokale Lösungen finden. Also wenn giftige Stoffe ins WC zu lassen, zum Beispiel, ist verboten in der Schweiz. Das macht auch Sinn, so ein Verbot, weil das möchten wir einfach nicht haben, das ist sonst direkt im Gewässer. Hingegen da, wo es um globale Probleme geht, Klimaerwärmung beispielsweise, Ressourcenknappheit, wir haben ja in der Schweiz viele Ressourcen gar nicht, oder die Ressourcenknappheit können wir nicht in der Schweiz lösen. Wenn wir da uns selbst einschränken, ändert das gar nichts an der Ressourcensituation. Und bei Klimathemen zum Beispiel, da ist es halt so, dass man international koordiniert nur dagegen erfolgreich vorgehen kann. Wenn man da national strenge Auflagen macht, hat es einfach den Effekt, dass es woanders stattfindet. Also es bringt dann leider nichts, oder man vertreibt dann diese Produktionsbereiche in ein anderes Land, wo sie das eben wieder machen können. In dem Sinn ist es nicht zielführend und es kostet, und darum lehnen wir es ab. Also, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie kennen die Welt und Sie kennen die Probleme überall auf der Welt in Bezug auf Kreislaufwirtschaft. Wo steht da die Schweiz? Ein Problem nicht nur in der Schweiz ist das Silo-Denken. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, alle die grünen Waschmaschinen, dann ist eine grüne Waschmaschine ist eigentlich irgendeine alte Waschmaschine, welche Coelzyme, also Enzyme verwendet zum Waschen, welche aus den Alpen oder Antarktika kommen, die nämlich auch bei 0 Grad noch waschen. Das heißt, dann können Sie den Heizer rausnehmen bei der Waschmaschine, sparen Sie schon mal 90% Energie. Sie müssen zwar dann die Hausfrau oder den Hausmann davon überzeugen, dass jetzt die Wäsche kalt sich anfühlt und nicht so, wie sie es gewohnt sind, und man muss sie dann trotzdem noch trocknen. Aber wenn wir mehr in Systemen denken würden, dann eben also nicht Waschmaschine, sondern Waschen, und nicht Auto, sondern Mobilität oder Zugänglichkeit zu Informationen, dann findet man ganz andere Lösungen. Aber leider ist die Industrie und die Politik ist immer noch in Silos organisiert. Also sie haben
Energiedepartement, Umweltdepartement, Abfalldepartement, aber es ist eigentlich Unsinn. Wir möchten ja Lösungen finden, die systemisch sind und alle und mehrere Probleme gleichzeitig lösen. Noch einen letzten Punkt. Meine erste Studie zu dem Thema war 1976 für die EU-Kommission zum Thema das Potenzial, Energie durch Facharbeit zu ersetzen. Und die Schlussfolgerung von der Studie war die Definition eines wirtschaftlichen Kreisläufen. Aber damals, jeder Volkswirt hat die Hände verworfen, also Energie durch Facharbeit ersetzen, da mischt man wieder Äpfel und Birnen und außerdem spricht man nicht über die Fertigung vor dem Verkaufspunkt, sondern eine Wirtschaft nach dem Verkaufspunkt, die eigentlich die Wirtschaft gar nicht interessiert. Also wir müssen mal ausbrechen und Lösungen suchen. Nachhaltige Lösungen. BMW schreibt sich das auf die Fahne, Lösungen suchen. So wie ich das verstanden habe, es ist für den Betrieb sehr wichtig, die Nase vorn zu haben in diesem Thema. Trotzdem die Frage für mich, also ist es einfach eine hehre Absicht oder ist sie im Moment auch für BMW wirtschaftlich interessant? Also verkauft sich ein BMW i genauso gut und bleibt genauso viel Geld liegen wie für einen anderen BMW? Nee, noch nicht. Bin ich da jetzt auch einfach mal ganz ehrlich mit Ihnen. Wir haben so eine große Produktspreizung und wir würden es uns wünschen, ein BMW i wäre so profitabel wie ein Siebener beispielsweise oder ein Rolls-Royce, was ja auch zu unserem Unternehmen gehört. Aber ich glaube, das wäre auch nicht fair. Dafür ist es einfach noch zu neuartig als solches und als dass man da jetzt gleich so einen Profitabilitätsvergleich ziehen könnte. Zumal die Marke i ja auch viele Investitionen tragen muss in neue Technologien beispielsweise. CFK, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Aber wir sehen halt, dass sich diese Investitionen lohnen. Vielleicht nicht kurzfristig, aber wir sehen das alles eher als ein Marathon und nicht wie ein Sprint an und denken, dass uns das langfristig schon zugutekommen wird. Ich hatte ja eingangs erwähnt, i ist mehr als nur das Fahrzeug. Das Fahrzeug selber ist super, es macht echt viel Spaß zu fahren und ich glaube, wir haben gut damit bewiesen, dass Elektromobilität keinen großen Spaß machen und es ist keine Elektrokröte. Also fahren Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, den i3 am besten heute noch. Ich selber war total begeistert davon. Aber eine andere Sache, die auch richtig viel Begeisterung in mir ausgelöst hat, war der Moment, wie ich im Werk in Leipzig war. Und ich kenne eben das Werk in München, es ist sehr laut, dort sind viele Pressen und im Presswerk ist es sehr laut, es ist auch warm und ich kam nach Leipzig und es war sehr, sehr ruhig. Und das liegt eben daran, wir haben einen anderen Produktionsprozess bei BMW i erschaffen, aufgrund der anderen Fahrzeugarchitektur, aufgrund der Tatsache, dass wir Carbon nutzen, sodass keine Pressen mehr notwendig sind. Und das hat zur Folge, dass auch der Arbeitsplatz für die Werker im Werk Leipzig viel angenehmer ist als beispielsweise in anderen Produktionshallen von BMW. Das hat mich zum Beispiel sehr begeistert. Und ich denke, das ist auch ein ganzheitlicher Ansatz, auch so den Menschen, den Mitarbeitern nicht als Kosten auf zwei Beinen zu sehen, sondern wie können wir auch das nochmal in Angriff nehmen und verbessern und nicht nur, der soll jetzt seinen Beitrag leisten, dass da endlich das Produkt hinten rauskommt. Und ich denke, wir werden davon profitieren, weil wenn wir mal irgendwann Fachkräfte suchen, im Rahmen des Fachkräftemangels, will man vielleicht lieber bei uns arbeiten als woanders.